Seit 1990 gibt es auch eine UNO-Kinderrechtskonvention. So wird Kindern dort neben dem Recht auf Bildung etwa auch das Recht, sich zu informieren oder zu versammeln und natürlich das Recht auf gewaltfreie Erziehung zugesprochen. In den deutschen Kinderheimen der Nachkriegsjahrzehnte konnten die Zöglinge von so etwas nur träumen. Freistadt heißt ein Spielfilm, der Kinderquälerei in der Diakonie Freistadt in Niedersachsen mit fast unerträglicher Intensität beschreibt. Das Drehbuch beruht auf den Erinnerungen eines ehemaligen Zöglings, der seine traumatischen Erlebnisse 40 Jahre lang verdrängt und verschwiegen hat, weil er sich, wie so viele Gewaltopfer, für das Ungeheuerliche, was ihm angetan worden ist, schämte. Wolfgang, der Sohn vom Ex. Ein unbequemes Kind, lästig. Die Lösung des Stiefvaters, Erziehungsheim. 1968, es ist die Zeit von Rock'n'Roll und Studentenrevolte. Und Wolfgang hat keine Ahnung, was auf ihn zukommt, im Heim Freistadt, südlich von Bremen. Hört mal zu, der Neue hat Schied im Schuh. Ist es das, was du willst? Ha? Nicht der Tor für Schellerich! Du bist Schellerich! Das war so absurd, dass man dann lieber geschwiegen hat. Wolfgang Rosenkötter. Es ist seine Geschichte, die der Film erzählt. Er war hier in diesem Heim in Freistadt Zögling. 40 Jahre lang war er nicht in der Lage, darüber zu sprechen. Man ist der Junge wieder von früher und das macht natürlich auch Schmerzen, auch körperliche. Das morgendliche Aufstellen, die Kommandos, die ständigen, nicht, das bleibt. Morgen zusammen. Guten Morgen, Hausvater Borgmann. Diese ganzen kleinen physischen und psychischen Demütigungen, die schwere Arbeit, das ständige Schlagen. Diese Angst hat sich dann hier vom ersten bis zum letzten Tag fortgesetzt. Doch für Rosenkötter war es wichtig, dabei zu sein, bei den Dreharbeiten am Originalschauplatz. Er will zeigen, dass er kein Einzelschicksal ist. Der Film erzählt eindringlich, was über einer halben Million Kinder angetan wurde. In kirchlichen und staatlichen Heimen der Bundesrepublik. Und das bis Anfang der 70er Jahre. Öffentlich wurde das erst 40 Jahre später. Und seitdem hat auch ihn dieses Thema nicht mehr losgelassen, Regisseur Marc Brumund. Er hatte nie zuvor von Freistadt gehört, obwohl er nur wenige Kilometer vom Heim entfernt aufgewachsen ist. Ich selbst habe eine sehr glückliche Kindheit da verbringen dürfen. Und die Vorstellung, dass es vielen, vielen Kindern, Jugendlichen in der Zeit sehr viel anders ging, das hat mich schon sehr bewegt. Hier hat der Regisseur als Kind Moorwanderungen gemacht, wo kurz zuvor ein Arbeitslager für Jugendliche war. Die Diakonie Freistadt in Niedersachsen galt als eine der härtesten Einrichtungen und als Endstation vieler Heimkarrieren. Statt Schule Torfabbau, statt Fürsorge den Willen brechen, systematisch. 6 Tage die Woche, morgens bis abends. Man musste in den ersten 3 Monaten, in denen man hier war, so Holzstiefel tragen, dass man nicht weglaufen konnte. Und das war besonders schwer, dann dort zu arbeiten, weil das Moor hat ja immer auch runtergezogen. Der Torf war ja glitschig, der Untergrund. Aber man wurde immer angetrieben dann wieder von den Erziehern. Flucht durch die Moorlandschaft, fast unmöglich. Völlig abgeschieden, dieser Ort. Was hier passiert ist, hat kaum einer mitbekommen. Freistadt ist eine der ersten Anstalten, die sich, wenn auch erst seit 10 Jahren, zu ihrer Vergangenheit bekennt. Zwangsarbeit, auch im Winter, mit abgefrorenen Fingern. Wolfgang Rosenkötter baut heute in Freistadt ein Dokumentationszentrum auf, damit die Geschichte nicht vergessen wird. Wie der christliche Bruder sie hier auch nachts durchs Fenster überwachte. Totale Kontrolle, Ausbeutung und Misshandlung. Das Erbe des Nationalsozialismus. Der Film macht deutlich, wieso ein System funktioniert, das die Jugendlichen dazu bringt, sich auch noch gegenseitig zu quälen. Ich dachte mir, okay, vielleicht ist es einfach ein bisschen dumm, ne? Vielleicht muss ich ihn regeln, einfach mal richtig erklären, ne? Beeindruckend, wie die Schauspieler das Leiden und die Einsamkeit der Jungen spürbar machen. Tut weh, tut weh. Kopf weh, tot! Guck dir das an.
Da wurde untereinander aufgepasst, da gab es Vertrauensjungen für die Erzieher, die letztendlich immer geschnüffelt haben, wenn sich zwei Jungs zu sehr angefreundet haben und dergleichen. Und so ist auch gar keine Nähe entstanden. Und das führte ja zusätzlich zu der physischen Härte, ja dann auch nochmal zu einer psychischen Verrohung und Härte. Freistadt. Ein Film, der klar macht, warum es wichtig ist, dieses traurige Kapitel unserer jüngeren Geschichte endlich vollständig aufzuklären. Nicht nur für die mehr als 600.000 ehemaligen Heimkinder. Zu dieser Aufarbeitung würde auch gehören, die Opfer von damals wenigstens halbwegs zu entschädigen und sei es wenigstens mit einem Rentenanspruch für die Jahre geleisteter Fronarbeit als Torfstecher. Doch noch immer, bis heute, kämpfen die Gedemütigten um Anerkennung und Respekt, allzu oft vergeblich.